Ja, hier ist mal wieder euer DJ The Forest Axt. Ja, wir spielen mal wieder The Forest in der Version 0.07. Ja. Ihr könnt es vielleicht erkennen, hier ist alles voll auf Anschlag. Ne? Das heißt Energie, Schutzausrüstung, Lurchrüstung besser gesagt. Gut. Ist hier, weil ich ein bisschen rumgecheatet habe, ne? Ja, neues Spiel angefangen, rein nur für Demo-Zwecke. Ich sag mal, mir fiel in letzter Zeit auf, dass viele ein bisschen Problem haben, damit ein Baumhaus zu bauen. Ne? Und ich dachte mir einfach mal, na, das gucken wir uns doch näher an. Ja, wir haben hier heute auf jeden Fall eine Nebelsuppe hier. Ja, nicht gerade das feinste Wetter. Aber gut, ja. Wenn, dann muss ich hier in der Nebelsuppe rumkriechen und das Wetter aushalten. Ihr dürft hier zugucken. Ja. Gut, was machen wir hier? Wir öffnen auf jeden Fall mal das Inventar und holen uns das Baumhaus raus, so heißt es ja an und für sich. Indem wir hier auf den zweiten Tab klicken, wo die Shelter drin sind und einfach hier mal nach rechts, kommt man zum Baumhaus. Ja, ich pack das jetzt auch mal direkt aus. Schwebt ein bisschen. Ja, über dem Boden ist rot und heißt auch, dass nicht platziert werden kann. Ich kann das Teilchen jetzt hier ein bisschen durch die Gegend drehen. Ja, macht hier keinen Unterschied. Und ich laufe auch direkt mal da vorne hin. Da ist ein Baum, ne? Zack, ja. Und sobald ich zu einem Baum rangehe, ja, snappt das ran. Das schnappt hier richtig zu. Ja, und das Symbol hier in der Mitte, man kann es ganz klar erkennen, verändert sich auch. Ich gehe noch mal kurz weg, ja. Ist wieder ein normales, ja, mit E kannst du platzieren Symbol, mit R ein bisschen rumdrehen. Wenn ich hingehe, ist das hier oben. Ich drück mal E, ja, und ist auch schon platziert. Feines Baumhäuschen. Ja, das kann man hier bei, ich sag mal, fast jeden beliebigen Baum, kann man das hier durchführen. Ja, das schnappt automatisch an. Ja. Genau. Nicht bei jedem Baum, aber bei fast jedem Baum. Ja, ich denke mal, das sind hier nur ein paar bestimmte Bäume, wo das nicht funktioniert. Ich sag mal hauptsächlich auch diese alten Bäume. Ne? Alles, was hier von den Bäumen her, ich sag mal, so ein heiliges Gedings ist, so, wieder hingebastelt, ne? Sieht ganz nett aus. Ja, ich guck auch mal, wo haben wir so einen Baum, wo wir nicht basteln können. Ja, das geht hier an für sich überall einwandfrei. Ich laufe auch mal jetzt ein bisschen hier rum. Also, ich sag mal Standard 4er 5er Baum, da kommen immer 4 bis 5 Baumstämme raus. Standard 4er 5er Baum, Moosbaum, ja, Herr Moosbaum. Die tragen das auf jeden Fall, das Baumhaus hier, unser Herr Pilzbaum. Mit dem geht natürlich nichts. Und jetzt haben wir hier so einen komischen Baum, ne? Blitzbaum. Ja, wir nennen ihn immer ab und an mal Blitzbaum. Wegen den Ästen oben. Ja, sieht immer aus wie abgeblitzt, ausgeblitzt, reingeblitzt, irgendwo halt geblitzt. Man kann hier auch gut erkennen, da schnappt überhaupt nichts ran. Ja, ich. Gut, jetzt schnappt sowieso nichts mehr ran, kommt mir vor. Jetzt schnappt ohnehin nichts mehr ran. Ja. So, jetzt geht's wieder. Ne? Ja, aber hier nicht. Ja, das geht nur bei den anliegenden, beziehungsweise bei den umliegenden Bäumen. Ne, und da haben wir es auch schon. Ja, überall ordentlich rangesnappt. Ja, jetzt ist hier wieder dicht im Schacht. Jetzt will es wieder nicht mehr. Das ab und an ist das ein bisschen buggy, sag ich mal. Ja, aber das soll uns nicht weiter aufhalten. Ich aktiviere mir hier auch mal im Cheat-Menü das Instant-Build und am besten auch direkt mal den Instant-Tree. Ja, und ich mache das mit der Taste X, ist das bei mir belegt. Auch mal ratzfatz fertig.
und zeige euch hier, wie nett das funktioniert. Instant Tree und gleichzeitig Baumhaus. So. Ist ab nun schwebend. Ja. Wir können hier ganz flüssig raufgehen, mit ein bisschen springen. Aber ich sag mal, ohne rumfummeln, das hier ganz einwandfrei. Und wenn wir hier jetzt noch sagen, oh ja, Baumstämmchen, da kommt auch noch was hinzu. Ja. Ja, das ist auch fein. Früh morgens beim Aufstehen aus dem Fenster geguckt und fliegen mal die Baumstämme durch die Gegend. Ne? Andere Menschen haben Schneeflocken. Wir haben hier in the forest einfach mal Baumstämmchenflug frei vom Wald raus. Ne? Man kann hier speichern, man kann hier pennen. Und wenn ich jetzt sage, ach, ich möchte das Grünzeug hier oben auch nicht mehr drin haben. Ja, Baum fällt. Ja, haben wir wieder ein paar Stämmchen mehr. Die Bude ist befreit vom Grünzeug. Ja, Besserchen. Immer fein. Häschen. Ja, letztens, ihr wisst, da haben wir uns auf jeden Fall ein paar neue Dinge angeguckt. Was hier in der Version 0.07. Ja, ich habe auch einmal 007b gesagt letztens. Das fiel mir hinterher auf, ganz schrecklich gewesen. Auf jeden Fall in der 007, da habe ich euch letztens mal ein bisschen was vorgestellt, was so neu ist. Und ja, wer sich noch gut erinnern kann, ich habe hier die Schildkröten gesucht, die habe ich auch, sag ich mal, kurze Zeit daraufhin später direkt mal gefunden. Ja, das war, sag mal, das war an und für sich ein bisschen rumlaufen, mich wundern, ja, wo sind die Viecher jetzt? Und dann waren sie plötzlich hier. Ja. Ich denke mal, das holen wir jetzt auch im Let's Play mal nach. Ja. Damit ihr auch alle mal die Schildkröten gesehen habt. Das sind hier recht nette Viecher. Ja, und ich sag mal auch, ganz nett anzugucken. Ja, auf jeden Fall. So. Ja, ruckelndes Wasser haben wir letztens noch nicht besprochen. Ruckelndes Wasser haben wir hier in diesem Areal nach wie vor. Ja, ist noch nicht. Auch wenn die Landschaft hier verändert worden ist, ist das noch nicht kuriert. Ist es nicht. So. Ja. Hier treiben sich in der Regel, da sind sie auch schon. Ja. Da haben wir die Schildkröte. Ja, ist ein sehr nettes Vieh. Ja. Hier gibt's nichts zu fressen, Schildi. Ja. Siehst aber ganz glücklich aus. Und ich denke mal, das Vieh kann hier auch einen Kopf einziehen. Da muss man, glaube ich, draufhacken. Ja, oder nicht? Ja, nee. Ich hoffe mal, ich habe es jetzt nicht umgebracht. Ja, ich wollte nur mal ein bisschen demonstrieren. Hier kann man. Nee, ich denke mal, ich habe die umgebracht. Mann, ja gut. Ja, irgendwie, ich sag mal, gehen in den Let's Plays hier immer irgendwie die Viecher drauf, ja. So, ich befreie dich auch mal direkt vom Stein. Ja, hier haben wir, also sag ich mal, jetzt wirklich eine schöne Aussicht. Ja, sieht fast aus, ich sag mal, das lädt hier richtig zum Reinspringen rein, ein. So, jo, das war's auch schon wieder mit DJ The Forest Axt. Wir haben euch, ich und die Axt, ich weiß manchmal auch nicht so recht, gezeigt, wie man hier schön Baumhaus baut. Das heißt einfach nur ordentlich rangehen. Anbauen geht nicht an jeden, ja. Und wenn es dann oben dran schnappt, ja, da haben wir wieder das Wetter. Ja. Gut, auf jeden Fall, wenn es dann oben dran schnappt, einfach E drücken. Symbol verändert sich. Ja. Haben wir gesehen, wird ein bisschen anderes Symbol draus. Ja, hier das normale E-Symbol und einmal dran schnappen, Doppel, ich weiß nicht, was das sein soll. Hier Doppelholzkammern-Symbol, was auch immer. So, ist auch schon dran. Bisschen mit Hölzchen dann versehen. Und ich sag mal mit den Schildkröten, mit den neuen Landschildkröten, tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war die Axt. Ja, viel Spaß bei uns im Wald.